Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Mittwoch, der 3. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich habe heute einen Benjamin Hadrigan und Heimo Scheuch Zufall und in sprachlicher Anlehnung an Michael Häupl einen Vorfall mit einer scheiß Arschlochfliege. Im Wiener Börseplausch geht's natürlich wieder um Market hey, and Me. Here's Market and Me, podcasting for equity. Die Börse als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger und Börsenwerte. Komme ich gleich zu der Geschichte mit Benjamin Hadrigan und Heimo Scheuch. Da sind jeweils ein Podcast mit den beiden Leuten hier heute in den Shownotes verlinkt, und zwar der Benjamin Hadrigan, der Gründer der Lernsieg-App und derjenige, der die meisten eingeschriebenen Briefe bekommen hat, als die Lehrergewerkschaft zusammengearbeitet hat, um ihn und sein Unternehmen quasi zu verhindern, ist bei mir zu Gast gewesen im Börse People Podcast. Und der Heimo Scheuch war zu Gast bei uns, Re60 jetzt Sunrise, und beides verlinke ich in den Shownotes als Empfehlungen. Und jetzt der Zufall: Ich lasse ja die Leute für den Podcast immer einen Heft drücken vom eine Rückseite, eine U4 von einem Börse Social Magazine halten, wo drauf steht: Wer das in der Hand hält, ist Part der Börsegeschichte. Jetzt habe ich den Benjamin Hadrigan gestern gebeten, das auch zu halten. Nur der hat es verkehrt gehalten und ich habe es natürlich nicht gemerkt, ich Dodel. Und auf der Vorderseite ist der Heimo Scheuch drauf. Also es ist natürlich jetzt so, dass der Benjamin Hadrigan das Bild unserer Covergeschichte mit dem Kommunikator damals im, glaube ich, Februar war, das Heimo Scheuch in der Hand hält. Und irgendwie passt auch das, und das wird dann die Bebilderung zu diesem Podcast werden. Wie gesagt, beide Podcasts sind mein eigener, muss ich das natürlich sagen, und die Kollegen von uns Re60 machen einen riesen Job da auch und haben Freude dabei, eine Empfehlung. Und die Management Factory ist ja der Presenter der Season 1 meiner Börse People Serie, und es gibt jetzt auch bereits einen Presenter für die Season 2, also das wird unmittelbar anschließen, und das ist die Baderbank. Also herzliche Grüße nach München, wir werden da im September und Oktober und auch zur Konferenz hin da sehr, sehr viele Dinge tun. Ja, und dann noch die scheiß Arschlochfliege. Da erinnert man sich ja an die scheiß Arschlochhitze von Michi Häupl, Ex-Bürgermeister von Wien, dem irgendwann einmal heiß war und dieses wunderbare Wort erfunden hat. Und ich muss heute den Podcast früher machen, ein bisschen, weil ich nachher Termine habe, und da hat eine SO-Fliege permanent kann Frieden geben und ist immer wieder in Gegend Mikrofon geflogen, und das war nicht anzuhören, sage ich mal, beim Kopfhörer aufsetzen, und das wollte ich euch Hörerinnen und Hörern auch nicht antun. Ich habe die Fliege dann aus dem Zimmer komplimentiert und nicht getötet, so wie es die Beate Meindl-Reisinger im Vorjahr live im TV mit einer Gälse getan hat. Sie ist jedenfalls weg, aber auch diese Analogie musste ich bringen. So, jetzt endlich zum Markt. Es ist heute früh, es ist 11.36 und der ATX-DR ist bei 6.237 Punkten. Das ist ein Plus von 0,23% zu gestern. Und ja, es könnte sein, dass der 3. August der 1. August Handelstag ist, wo der Index ein Plus schafft. Auf der Gewinnerseite ist die SBO mit plus 3%, die Erste Group mit plus 1,8%. Die macht natürlich das Plus aus heute, und FACC mit plus 1,7%. Verliererseite Palfinger nach einem zweistelligen Plus in den letzten Tagen heute mit Gewinnmitnahmen minus 2,7%. Dann Verbund, ähnliche Geschichte, minus 2,6%. Und Lenzing mit minus 2,3% im Minus. Die ATX-Beobachtungsliste noch ganz kurz, die hat keine Überraschungen gebracht. Also es ist jetzt so, dass man natürlich schauen muss, ob CPI noch im August über 90% bei der SIMO kommt und das auch gemeldet wird. Dann weiß ich nicht, wie das Committee entscheidet. Ansonsten bleibt der ATX unverändert, weil die Nummer 20 in der Umsatzliste, das ist die Mayr-Melnhof, doch deutlich Vorsprung auf die Strabag Nummer 21 hat. Und das wird sich in diesem Monat nicht mehr ausgehen. Dafür bei der Andritz kann sich ausgehen, der Platz im ATX 5, das sieht momentan ganz danach so aus, entscheidet sich aber erst in der letzten Augustwoche, und da ist wieder dieser 5-Tages-Durchschnitt, auf den ich dann, wenn es soweit ist, näher eingehen werde. Bei den News des Tages gibt es natürlich auch heute wieder
einen Antrittsauftrag, und zwar gibt es da so ein Upgrade. Man hat das Übernahmezertifikat von zwei Preconditioning Refiner Chemical Alkaline Peroxide Mechanical Pulpfaserlinen geliefert, und zwar an Guangxi Jingui Pulp & Paper. Das klingt nach China und ist in China, und es ist eine signifikante Erhöhung der Gesamtkapazität, um dort auch positiv weiter zu tun, sagt Andritz. Bei Kostet ist es so, dass der Jahresabschluss, den man ja verschoben hat für 2021, jetzt voraussichtlich am 31. August erfolgen wird. Flughafen Wien erhöht den Ausblick, und das Ganze ist natürlich aufgrund der verbesserten Verkehrsentwicklung, und man erwartet jetzt einen Umsatz von 670 Millionen Euro. Die alte Guidance war 640 Millionen Euro. Und das EBITDA geht in der Prognose von bisher 260 auf 290 Millionen nach oben. Jahresergebnis von 80 auf 100. Aktienkäufe gibt es auch. RBI ist momentan relativ stark unterwegs. Und der Peter Anzeletti-Reichel, der ist im Aufsichtsrat, hat Aktien gekauft, und zwar 800 Stück zu 12,77. Auch der Martin van Koten, er ist Vorstand der OMV, hat bei seinem Unternehmen Aktien gekauft, und zwar hat er 250 Aktien zu 42,1 zugekauft. Also zuletzt hat er ebenfalls einmal 250 Aktien gekauft. Raiffeisen Research hat die Top Picks überarbeitet, und es gibt eine Entfernung, eine Veränderung, sagen wir mal so. Telekom Austria wird reinkommen und Andritz wird rausgenommen. Die Kursentwicklung, die starke, ist da natürlich der Grund. Das freut einen als Analyst immer. Und seit dem letzten Update hat die Andritz eigentlich in einem schwachen Markt knapp 20% plus gemacht. Und da kann man als Analyst dann auch mal rotieren. Natürlich soll jetzt nicht negativ zur Andritz klingen. HSBC hat sich Andritz ebenfalls angeschaut, bleibt bei Kaufen, geht von 52 auf 56 Euro. Und auch die Deutsche Bank bleibt auf Kaufen, geht von 57 auf 61 Euro. Research hat es auch zu Palfinger gegeben. Raiffeisen Research bleibt bei Kaufen. Kursziel geht von 33 auf 31. Und die Deutsche bleibt auch bei Kaufen. Kursziel geht dort nach oben von 36 auf 38 Euro. Ja, das wär's in Wahrheit. Oh ja, eine erste Group habe ich noch gesehen. Autonomous Research hat die erste Group mit Outperform bestätigt, geht aber mit einem Kursziel von 42,2 auf 34,2 Euro retour. Und Morgan Stanley bleibt bei der ersten Gruppe auf Equal Weight Rating und kürzt das Kursziel von 34 auf 32 Euro. Gut, das war's für heute. Einen wunderbaren heißen Sommertag. Wir hören uns morgen wieder. Bleibt gesund. Tschüss und Baba.